Ja, wir stehen hier am Belgradplatz im 10. Bezirk. Da hat sich am Samstag ja etwas zugetragen, und zwar eine versuchte Kindesentführung. Wir haben jetzt einen der Nachbarn, der hier in dieser Umgebung wohnt, zur Befragung da. Branko, was genau hast du mitbekommen? Ja, gestern war ich da zufällig in der Nähe mit meinem Bruder. Wir waren bei der Trafik und ich habe Kinder einfach Schrei gehört. Am Anfang habe ich das nicht so wirklich wahrgenommen als Hilfeschrei, aber doch, wie ich dann die Mutter auch gehört habe, Hilfe, meine Kinder, Hilfe, 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 mehrmals, habe ich dann meinen Bruder darauf angesprochen, jedoch ist er ein bisschen taub, er hört nicht so gut, und ich habe plötzlich eine Gänsehaut bekommen und ich habe mir das unbedingt anschauen müssen. Ich bin dann um die Ecke gerannt und habe dann plötzlich mehrere Leute auf ein Kind gesehen, zwei Kinder daneben schreiend, und ich habe selbst panische Angst bekommen, aber bin dann dahin gelaufen und habe dann zuerst einmal die Mutter weggezogen. Das war mir aber nicht klar. Ich habe nicht gewusst, um was es da geht. Ja, habe die Mutter weggezogen, dann habe ich schon gesehen, okay, da ist was mehr. Nur von Weitem habe ich auch schon gesehen, dass der die Hände, das Kind in den Hals gehabt hat und die Mutter immer wieder mit den Ellbogen so geschlagen hat. Ja, und das hat mich irgendwie mitgenommen. Ja, das war, dann bin ich, wie gesagt, die Mutter weggezogen, habe ihn weggezogen, wir sind da gestanden. Ich bin dann auch, also wir sind da gestanden, weggestoßen zuerst. Ich habe versucht, alles zu sichern. Und er ist auf mich losgegangen. Ich hab ihn hochgeholt und dann bin ich da, auf den da mit ihm runtergefallen. Und er hat versucht, immer wieder zu der Mutter hinzugehen. Keine Ahnung, er hat nicht mich angeschaut, immer wieder nur die Kinder und die Mutter. Und wir sind dann in einen Zweikampf gekommen. Ich habe es dann, Gott sei Dank, habe ich ihn dann dominiert. Habe ihn dann wie immer wieder am Boden gezogen, habe ihm ein paar Mal Schläge gegeben. Und er hat sich dann auch beruhigt, jedoch ist er wieder zurückgekommen, immer wieder. Und ja, gezogen, herum. Ich habe es auch versucht, dass ich eben ihm nicht so viel verletze, nicht so viel hinschlage. Ich habe ihm mehr auf den Körper geschlagen, aber es hat nicht geholfen. Danach habe ich ihm auf den Kopf geschlagen und er hat es nicht losgelassen, ja. Also da kann man ja wirklich nur Danke sagen, auch an dich, Branko, dass du dich da wirklich drum gekümmert hast und auch wirklich der Mutter zu Hilfe gekommen bist. Du dürftest ja wirklich die Hilfe in Not gewesen sein, die man hier auch gerade gebraucht hat. Kannst du uns da mehr darüber erzählen? Hast du Angst gehabt, beziehungsweise war der Täter sehr aggressiv? Er war extrem aggressiv. Die Augen von ihm, das hat sehr viel verraten. Mich hat natürlich sehr gestört, dass die Leute geschaut haben. Fenster hier waren, glaube ich, 20 Fenster offen, alle haben rausgeschaut. Das war das meiste, was mich wirklich so mitgenommen hat. Und alle Leute sind dann, wie das alles dann so schnell passiert ist, also erledigt wurde, sind danach dann alle rausgekommen. Und wir wollten eh helfen, aber ja, hin und her, bla bla bla. Nur das meiste, was mich gestört hat, war ein Herr da mit dem Hund, der war schon vor mir da. Der hat nichts getan, der hat nur zugeschaut. Der war wie versteinert am Boden, der hat gar nichts gemacht. Die Kinder haben um Hilfe geschrien, die Mutter hat um Hilfe geschrien. Er hat nichts getan, ja, nichts getan. Und ich bin kein Kämpfer oder irgendwas. Ich versuche immer, das aus dem Weg zu gehen, aber irgendwas, ich habe helfen müssen. Ich habe helfen müssen, das war ein Zwang, ein Drang, und ich habe es einfach getan. Und somit, zum Glück ist da nichts mehr passiert. Ich habe selbst eine Verletzung davon getragen. Meine zwei Rippen sind geprellt. Ich habe Schulter auch ein bisschen Probleme bekommen. Aber egal, ich würde es wieder noch einmal tun. Egal, noch einmal, wie gesagt. Also ich habe nur einen Appell an alle Leute irgendwie. Zuschauen hilft nichts. Es bringt nichts. Bitte Leute, greift es an. Vor allem Männer. Angst haben wir alle, aber versucht einfach zu helfen, wenn Kinder und Frauen in Not sind. Ich verstehe es, dass wir alle Angst haben, aber trotzdem, bitte versucht es einfach. Weißt du, wie es jetzt den Kindern geht? Ich habe nur über telefonisch irgendwie gehört, dass die Mutter Kopfschmerzen hat. Das Kind hat selbst keine Verletzungen, Gott sei Dank. Die wohnen auch da in der Nähe. Irgendwie habe ich einen Anruf bekommen, über meinen Bruder dann, der sich dann, die Mutter selbst dann bedankt hat und der Vater und so gemeint hat, danke an ihm, dass er da war und geholfen hat, ja. Branko, ich sehe, du hast ja selber Kinder. Hast du Angst, hier in dieser Gegend zu wohnen? Fühlst du dich hier sicher? Überhaupt nicht sicher, ich kann sagen, diese Gegend hier, überhaupt dieser Park hier, es passieren sehr oft solche Sachen, ich bin mir nicht sicher, nein. Ich sage immer wieder, meine Frau, bitte pass auf, schau auf die Kinder, schau auf dich. Wenn du was siehst, geh weg oder lass dich noch auf nichts ein, du bist eine Frau und pass auf die Kinder auf und schau halt.